Mali, weit entfernt von uns, doch trotzdem gefährlich nah. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Islamisten wollen die Macht in dem afrikanischen Land ergreifen. Frankreich kämpft seit jetzt rund 12 Tagen gegen die Rebellen. Kanzlerin Merkel sagt, der Terrorismus gefährdet auch uns. Doch beteiligen will sich Deutschland an dem Militäreinsatz nicht. Wie gefährlich ist die Situation wirklich? Wer hat welche Interessen? Droht ein zweites Afghanistan? Militäreinsatz in Mali. Muss Europa sich engagieren? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Hans Stark, Leiter des Studienkomitees für deutsch-französische Beziehungen. Er sagt, Frankreich interveniert in Mali nicht, um seine alte Führungsrolle in dem Land zu reaktivieren, sondern um zu verhindern, dass islamistische Terroristen die Kontrolle Malis übernehmen. Paris erwartet von der EU und somit auch von Deutschland eine starke politische und logistische Unterstützung. Werner Ruf, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Er fragt sich, warum Frankreich sich relativ plötzlich für diese Intervention entschieden hat. Ebenso, welche Ziele die islamistischen Gruppen verfolgen und von wem sie unterstützt und instrumentalisiert werden. Hannes Stegemann, Caritas International. Das jetzige französische militärische Engagement ist keine Lösung, sagt er. Bestenfalls eine unvermeidbare Zwischenetappe. Europa muss politische und ökonomische Lösungsstrategien für die Bedrohung durch den salafistischen Dschihadismus in Afrika entwickeln und umsetzen. Und Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. In den kommenden Wochen müssen Bundesregierung und Bundestag Auskunft darüber geben, ob und mit welchen Rahmenbedingungen sie ein größeres Kontingent der Bundeswehr nach Westafrika zu entsenden bereit sind, sagt Keim. Herr Keim, es heißt, der Terrorismus in Mali bedroht auch Europa und Deutschland. Muss unsere Sicherheit jetzt auch in Afrika und nicht nur im Hindukusch verteidigt werden? Das ist ja so die gängige Lehre, die jetzt auch von der Bundeskanzlerin in den letzten Tagen mehrmals verkündet worden ist. Und sie hat dabei Statements des Bundesaußenministers aus dem letzten Jahr sozusagen wiederholt. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil nach all dem, was wir wissen, richten sich diese islamistischen Gruppierungen, über die wir gleich noch weiter im Detail sprechen werden, zumindest bislang und nach all dem, was wir wissen, eben nicht gegen westliche Hauptstädte. Also Anschläge der Art von Madrid oder London oder sogar von 9/11 sind eigentlich nicht das politische Programm dieser Gruppierung. Und ob sie dazu überhaupt in der Lage sind, ist auch noch einmal zu bezweifeln. Wie eigentlich andere islamistische Gruppierungen auch, richten sie sich vorwiegend gegen die nationalen Regierungen in ihren Heimatländern oder in ihrer Region. Das betrifft Algerien, das betrifft Tunesien und das betraf in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Saudi-Arabien. Ja, Herr Ruf, man hat diese Bilder vor Augen, Madrid, London, diese Angst, die dann sofort hochkommt. Planen die Islamisten wirklich, europäische Länder letztendlich zu bedrohen, anzugreifen? Oder ist das eine Gefahr, die jetzt sozusagen uns so gezeigt wird, aber eigentlich gar nicht so real und so nah ist? Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die gezeigt wird, weil dann jeder was damit anfangen kann. Aber ich würde da Herrn Keim durchaus recht geben. Akut ist sowas nicht. Die Frage ist, wie der Konflikt sich weiterentwickelt und was noch alles geschieht. Dann wäre vielleicht nicht auszuschließen, dass Terrorakte auch nach hier getragen werden. Zumal sicherlich die Gruppierungen in der Sahara auch personelle Verbindungen haben zu Menschen, die in Europa leben. Also das würde ich nicht ausschließen, aber zunächst einmal würde ich das genauso einschätzen. Und die Frage ist halt immer in diesem wechselseitigen Prozess, wie verhalten wir uns, was machen wir damit und womit müssen wir dann rechnen? Herr Stark, dieser Konflikt schwelt eigentlich schon länger. Warum hat sich Frankreich jetzt entschieden einzugreifen? Ja, er schwelt seit 2012, auch als Konsequenz der Situation in Libyen. Der Norden Malis, das ist ungefähr zweimal so groß wie Frankreich, etwa 850.000 Quadratkilometer, ist seit dem Herbst letzten Jahres von Tuareg und Islamisten mehr oder weniger gemeinsam. Tuareg sind Nomaden, vielleicht zur Nomaden, Erklärung, die schon lange dort leben. Afrikaner gehören, kontrolliert. Also man spricht eigentlich in der Europäischen Union schon seit Oktober über die Notwendigkeit, dass man etwas unternehmen muss oder zumindest eine afrikanische Truppe dorthin schicken muss, die man vorher ausgebildet hätte. Jetzt war es aber so, dass die Islamisten im Norden von Mali sich nicht mit der Situation dort begnügt haben, sondern auf den Süden vormarschiert sind Richtung Bamako. Und Bamako wäre alle die Hauptstadt von Mali. Und Bamako wäre aller Wahrscheinlichkeit nach gefallen. Jedenfalls sieht man das so in Frankreich. Und dann wäre ganz Mali in die Hände gefallen der Terroristen und der Islamisten. Und das hätte natürlich dann nicht nur für das Land erhebliche Konsequenzen gehabt, sondern für die ganze Region. Herr Stegemann, ist denn die Situation tatsächlich so aussichtslos gewesen, dass man nur noch militärisch eingreifen konnte? Oder hätte man auch vorher noch auf Diplomatie setzen können? Nein, ich glaube, man hat die diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten ausgereizt. Man wusste hinterher nicht mehr, mit wem man eigentlich noch sprechen kann dort oben, weil
die verschiedenen Gruppierungen schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Auch in den Verhandlungen, die im Rahmen von Westafrika geführt wurden, auch öfter mal betrogen haben und nicht die Wahrheit gesprochen haben. Und ich glaube nicht, dass Bamako bedroht war. Ich glaube, der Angriff der Islamisten galt in erster Linie Sèvre, dem großen Flughafen in Sèvre, weil natürlich die Dschihadisten wussten, dass dieser Flughafen für eine eventuelle internationale militärische Intervention von extremer strategischer Bedeutung ist. Herr Keim, um ein bisschen aufzuklären und auch durchzusteigen. Es ist tatsächlich schwierig, durchzusteigen. Es sind verschiedene Gruppen, die da gegeneinander kämpfen. Wir haben gerade gehört Tuareg, wir haben gehört Islamisten. Im Süden des Landes sieht es wieder anders aus. Wer kämpft da eigentlich gerade gegen wen? Hans Stark hat es ja schon angesprochen. Der Referenzpunkt für alle westlichen Überlegungen ist der Militärputsch im Frühjahr vergangenen Jahres. Seitdem hat sich die Situation so destabilisiert im Land, dass ja auch der VN-Sicherheitsrat im Herbst vergangenen Jahres bereits die Situation in Mali als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit beschrieben hat und auch Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel militärische Maßnahmen, autorisiert hat. Seitdem hat es mehrere, Regierungswechsel gegeben, die aber nur scheinbare Regierungswechsel gewesen sind, weil hinter dem ganzen Wechseln deutlich geworden ist, dass bis heute die Militärs letztlich die starke Macht in Mali sind. Das heißt, wir haben es hier mit einem Regime zu tun, mit dem, und das ist ja das erste Dilemma, mit dem die EU konfrontiert ist und die deutsche Politik auch, mit dem man unter anderen Vorzeichen eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, was man normalerweise boykottieren würde. Gleichzeitig ist aber dieses Regime jetzt sozusagen der einzige Partner, den man vor Ort hat, in dieser Auseinandersetzung mit den Rebellen. Es heißt auch immer wieder Rückzugsgebiet für Islamisten. Wie groß ist da die Gefahr? Ist es tatsächlich so, dass sich jetzt Al-Qaida beispielsweise da breit macht und immer mehr auch versteckt? Ja, das ist natürlich, erstmal ist Al-Qaida ein tolles Etikett und man muss wissen, dass die Gruppe, die sich so nennt, Al-Qaida im islamischen Maghreb, ein Ableger der früheren salafistischen Gruppen für Predigt und Kampf ist, die wiederum abstammt von den bewaffneten islamischen Gruppen, die im algerischen Bürgerkrieg eine zentrale Rolle gespielt haben. Und nach allem, was also wirklich Kenner und Insider sagen und behaupten, ist Al-Qaida im islamischen Maghreb eine Truppe, die an der langen Leine des algerischen Geheimdienstes geführt wird. Und da kommt natürlich die Frage wieder ins Spiel, welche Interessen verfolgt Algerien in diesem Konflikt. Die zweite Gruppe, die eine große Rolle spielt, das ist die Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika. Das sind alles ehemalige Al-Qaida-Leute, also zum allergrößten Teil auch Algerier, die aber dort nicht mehr mitspielen und mittlerweile von Katar finanziert werden. Das heißt, da haben viele auswärtige Mächte auch ihre Hände im Spiel. Dann gibt es die dritte Gruppe, die Ansar Dine. Das ist eher eine Tuareg-Gruppe, die ursprünglich für Gaddafi mal schmutzige Sachen erledigt hat. Die sich auch in Libyen damit Waffen und bedienen konnten. Alle haben sich in Libyen wunderbar mit Waffen bedient. Und ich denke, das ist eine der Fatalitäten des Krieges gegen Libyen, worauf viele Leute schon sehr früh hingewiesen haben, dass das der organisierte Staatsverfall in Libyen, der durch den Krieg vorangetrieben worden ist, zu einer Katastrophe führen muss. Hat man das zu wenig bedacht? Also letztendlich zu lange zugeschaut und jetzt auf einmal gesagt, ups, die Gefahr ist so groß, wir müssen was tun? Ja, ich weiß es nicht genau. Herr Keim ist da vielleicht kompetenter drin als ich. Aber Herr Keim, es kommt einem so vor, als ob man Politik nur noch von heute auf morgen denkt oder allenfalls bis zum nächsten Wahltermin und keine langfristigen, wirklich strukturellen Ziele mehr verfolgt mit Politik. Und das ist ein Problem, wenn man einen Krieg zieht. Ja, hätte man sich das eigentlich gerade auch, als Libyen zu Fall kam, auch wirklich klar war, da werden Waffen hin und her geschoben, hätte man da nicht schon einen Riegel vorschieben sollen? Wie immer in der Politik hinter sind wir alle schlauer. Ich glaube, es ist damals eine unintendierte Folge. Das hat niemand gewollt, aber es konnte auch zu dem Zeitpunkt damals keiner verhindern. Es war eine Militärkampagne, die zog sich vom Frühjahr 2011 bis in den Herbst hinein, bis Ende Oktober. Und in diesem Prozess wurde die libysche Staatlichkeit, die libysche Regierung schwächer und schwächer. Also zum Teil waren dann bestimmte Regionen des Landes sozusagen, gab es gar keine Zentralregierung mehr.
ja keine Regierungsgewalt. Die unterlagen dann der Verfügungsgewalt von marodierenden Milizen. Und in dieser spezifischen Situation, wo sozusagen Staatlichkeit geschwächt oder zum Erliegen gekommen ist, dann sind eben, haben Akteure, über die wir eben bereits gesprochen haben, das Land verlassen und die Waffen mitgenommen. Ob man das jetzt zu einem grundsätzlichen Argument gegen den Libyen-Feldzug der NATO machen will, soweit würde ich nicht gehen. Aber der Punkt ist gemacht. Es ist eine unintendierte Folge, wie es in der Politik häufig vorkommt. Und nicht nur in Afrika. Man denkt zum Beispiel vor 20 Jahren, als die NVA, die neue Volksarmee, als die abgewickelt worden ist im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, sind viele Waffen der ehemaligen ostdeutschen Armee auch nach Afrika geschafft worden, nach Asien und dort verkauft worden, ohne dass man das wirklich verhindern konnte. Also das sind Nebenerscheinungen eines jeden Konfliktes oder einer jeden instabilen politischen Situation. Und wir Europäer sollten da wirklich uns hüten, irgendwelche Moralvorstellungen dazu haben. Was ist das Ziel letztendlich der Islamisten? Das ganze Land erobern, Scharia durchsetzen? Oder gibt es auch wirtschaftliche Interessen, weil das Land ist natürlich auch durchaus reich gesegnet mit Erdöl? Also die Frage war natürlich insgesamt, war jetzt der Vormarsch der Islamisten erstmal auf den Flughafen im Osten des Landes gemünzt? Oder die französische Regierung geht davon aus, dass wirklich die Hauptstadt in Gefahr war und gefallen wäre? Gut, das mag man diskutieren. Es entstehen auf jeden Fall Rückzugsräume für Terrorgruppen welcher Couleur auch immer, dass die natürlich nicht unbedingt vergleichbar sind mit denjenigen, die wir heute in Afghanistan haben oder in anderen Teilen Asiens, ist gar keine Frage. Aber es ist immer noch eine sehr instabile Situation, in der vor allen Dingen eine Wirtschaftsform entsteht in diesem Raum, im Sahelraum, der in erster Linie aus Schmuggel besteht. Das ist ein Drogenschmuggel, das ist ein Menschenhandel, das ist Waffenschmuggel. Und dadurch entsteht insgesamt ein rechtsfreier Raum, der Grenzen überschreitet und auch alle andere Länder mit den Leidenschaften natürlich zieht. Befürchten Sie einen Flächenbrand? Der Flächenbrand ist bereits da, weil wir eine Situation haben, eine sehr instabile Situation. Im Grunde genommen, ja, wenn die quer durch die ganze Sahel geht, vom Sudan im Osten bis nach Mauretanien im Westen. Und dazwischen liegen eben halt Mali und Niger. Und im Niger haben wir halt vor allen Dingen auch Uranvorkommen, die sehr wichtig sind. Die sind wichtig für Frankreich. Viele sagen auch, dass die Franzosen auch vor allem deswegen intervenieren, weil sie natürlich Interessen dort haben, ganz klar. Auf der anderen Seite... Das sind Unternehmen engagiert, nämlich in Mali und... Selbstverständlich, das ist absolut notwendig für die französische Nuklearindustrie. Auf der anderen Seite, wenn diese Uranvorkommen anderer Hände fallen würden als die französischen, und dann möglicherweise weitergegeben werden würden, was weiß ich, nach Iran oder Nordkorea, wäre man ja auch nicht glücklich. Ja. Also, dass in irgendeiner Form vielleicht die Europäer das ein bisschen kontrollieren, ist nicht unbedingt völlig abwegig. 400.000 Menschen, 350.000 bis 400.000 Menschen sind auf der Flucht, bereits eben auch schon seit einem Jahr. Wer kann die Menschen denn überhaupt aufnehmen? Also wie Burkina Faso, glaube ich, hat einige aufgenommen. Wie ist da die Konstellation? Wo können die Menschen überhaupt hin? Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Flucht stattgefunden hat März, April 2012, also nichts zu tun hat mit der jetzigen militärischen Intervention der Franzosen, noch nicht mal was mit dem Militärputsch in Mali zu tun hatte, sondern mit der Übernahme des Nordens, erst Tuareg-Kämpfe, die zurückkamen aus Libyen, dann hat sich darüber gelegt das ganze Dschihadistenproblem und dann sind die Leute in Panik geraten und weggelaufen. Wer schwarze Hautfarbe hat, ist nach Süden gelaufen. Wer Tuareg, also hellhäutig ist, hatte Angst vor Gegenangriffen der malischen Armee, ist ins Ausland über die Grenzen gegangen. Mhm. Sprich Burkina Faso, Niger, Algerien, Mauretanien. Und ich glaube, es ist wichtig, das Zeitfenster für die Analyse so ein bisschen größer zu fassen als 2011, 2012 Libyen. Da überlagern sich ja Probleme, die zum Teil 50, 60 Jahre zurückgehen. Das Tuareg-Problem fängt an mit der Unabhängigkeit, wo die Tuareg nicht die Rolle bekommen haben, die sie gerne gehabt hätten. Die Nomaden wollten einen eigenen Staat und das konnten sie nicht durchsetzen. Auch andere Rechte konnten sie nicht durchsetzen, aber letztendlich ging es vor allem auch darum. Ja, es gab eben immer wieder Tuareg-Rebellionen, im Grunde genommen immer von einer Generation zum anderen, die politisch immer aufgekauft wurde mit viel Geld. Das heißt, die führenden Rebellen wurden dann Botschafter oder Generäle. Und wenn sie dann in Rente gingen, dann hat die nächste Generation, dann haben die Söhne rebelliert. Und das ging eine Zeit lang relativ gut, wo es gelang, das so ein bisschen auszubalancieren. Und aber seit etwa 2004 sickern eben Dschihadisten, Salafisten aus der ganzen Welt in den Norden Malis ein.
Und das hat die Probleme verschoben. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass für westliche Organisationen, Entwicklungshilfeorganisationen bis hin zum Tourismus, seit 2009 ist der ganze Norden Malis eine No-Go-Area. Ja, Sie können nicht mehr helfen. Sie können nicht ins Land und können im Land nicht wirklich was tun. Wir können nur über lokale Partnerstrukturen arbeiten, aber auch das nur sehr eingeschränkt. Mhm. Also seitdem Gao, Timbuktu, Kidal tatsächlich von den Salafisten übernommen worden sind, können auch unsere lokalen Partner nur sehr eingeschränkt dort oben im Norden noch arbeiten und Hilfe leisten. Halten Sie es für richtig, dass Frankreich jetzt tatsächlich eingreift? Ist das für Sie auch eine Chance, vielleicht möglicherweise doch auch helfen zu können in nächster Zeit? Also auf jeden Fall hat das malische Volk mehrheitlich diese Intervention begrüßt. Gestern hat sogar der Hohe Islamrat sich eindeutig positiv geäußert und gesagt, wir haben kein Verständnis dafür, wenn aus bestimmten muslimischen Ländern Kritik geäußert wird und von Kreuzzügen und so weiter gesprochen wird. Dico hat ganz klar gesagt, wir empfinden diese Intervention als Hilfe und als Befreiung und als Wertschätzung eines toleranten Islams, der Tradition in Mali hat, während eben wahhabitische Ansätze, salafistische, dschihadisten Ansätze eigentlich ein Zuwanderungsproblem in Mali sind, nicht dort zu Hause sind. Finden Sie es richtig, dass militärisch eingegriffen wurde? Oder hätte man, die Frage hatte ich vorhin auch schon mal gestellt, doch eher erst noch auf Diplomatie setzen sollen? Man hätte auf Diplomatie setzen sollen. Und das ganz Seltsame an diesem Konflikt ist ja, dass nicht nur Algerien massiv sich gegen eine Militärintervention gewandt hat, sondern wo sind eigentlich die USA? Die USA haben aufgrund eben der Terrorgruppe, mit der wir heute zu tun haben, die damals noch GSPC hieß und sich heute Al-Qaida im islamischen Machat nennt, ihr Oberkommando für Afrika aufgestellt, AFRICOM. Explizit 2007 gegründet mit dem Ziel, der Terrorbekämpfung in Afrika zu dienen. Und die USA halten sich bisher sehr, sehr zurück. Was glauben Sie, warum? Das würde Obama jetzt vor allem finanziell sicherlich nicht gerne wissen. Ich weiß nur, dass der Oberkommandierende von AFRICOM dreimal in Algier war, um mit der dortigen Regierung zu verhandeln oder mit dem Militär, was eher die Regierung ist. Also da läuft einiges. Und ich denke, es ist in etwa grotesk, Frankreich zu sehen, dass gerade seine Truppen auf Afghanistan herausgezogen hat, dass mit nahezu derselben Begründung nach Mali jetzt geht, mit der die USA damals nach Afghanistan gegangen sind. Das erscheint mir grotesk und ich möchte da nochmal an Herrn Stark anknüpfen. Ich glaube wirklich, es geht massiv um Interessen. Und dieser Sahelraum, um wirtschaftliche Interessen. Dieser Sahelraum ist ein einziges Stück. Und man kann das nicht beschränken auf die künstlichen Staatsgrenzen, die Frankreich mal als Kolonialmacht gezogen hat. Und in der Tat, Niger ist der drittgrößte Uranproduzent. Areva, die Firma, die das fördert, hat auf ihrer Website stehen, wir sind der weltgrößte Atomanlagenbauer, ist sie. Nebenbei erster Sponsor des Hauptsponsor des ersten FC Köln, ersten FC Nürnberg, pardon. Also da fügt sich einiges zusammen und ich denke, dass Frankreich sehr wohl weiß, dass es diesen Krieg nicht alleine hinbekommt und deswegen wird es versuchen, die EU mit hineinzuziehen. Und da wird man gespannt sein, wie die Bundesregierung sich mittelfristig verhält. Ich kann nur sagen, das riecht sehr nach einem Afghanistan und die EU sollte sich das möglichst nicht antun. Ja, welche Konsequenzen kann dieser Einsatz haben für Europa, für Deutschland, wenn wir auch von einem Flächenband vor allem ausgehen, also der schon da ist, aber der noch extremer werden kann? Vielleicht darf ich den Gedanken mit den USA noch aufgreifen und komme sofort zu Ihrer Frage. Also ich glaube, die Zurückhaltung der USA in der Mali-Krise, die ja völlig unstrittig ist, ist idealtypisch für die gegenwärtige amerikanische Administration. Das reflektiert die sozusagen Innenwende der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik nach Afghanistan, nach Irak, eine Interventions- und Kriegsmüdigkeit, wo nicht nur die politische
Klasse, sondern auch die Gesellschaft zur Kenntnis genommen hat, dass diese Interventionen wirklich nur sehr begrenzte Erfolge gezeitigt haben, gewaltige Kosten nach sich gezogen haben und die USA tatsächlich einem Prozess unterliegen wie die Europäische Union ja gleichermaßen und aus anderen Gründen einer Art Innenwende. Wir wollen die Welt nicht mehr gestalten, sondern ziehen uns auf uns zurück. Erstes Beispiel war Libyen und jetzt Mali sozusagen, das setzt diese Linie fort. Und das Schwierige daran oder die besondere Herausforderung, man kann auch sagen Chance ist, dass sozusagen die Anforderungen jetzt auf die Erwartungen an die Europäische Union noch größer werden, ordnet und gestaltend einzugreifen. Bislang war es immer noch möglich, im schlimmsten Falle sich hinter den USA zu verstecken. Die würden es schon richten und das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber ganz konkret zu Ihrer Frage, ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, an welcher der zwei angelegten Militäroperationen die Bundesrepublik sich denn beteiligen will. Es gibt ja eigentlich im Sinne des Mandates der Vereinten Nationen zwei. Erstens die Ausbildungsmission, die die EU ja eigentlich schon bereits beschlossen hat, die in wenigen Wochen in Gang kommen wird, zu der die deutsche Bundesregierung sich ja auch bereits bekannt hat. Und die zweite, die militärische Mission, die ja eigentlich die ECOWAS-Staaten, die Staaten der westeuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft übernehmen sollten, die, wenn ich das so sagen darf, Rückeroberung des Norden des Landes, was jetzt Frankreich übernommen hat. Und da ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wie der französische Vormarsch laufen wird. Im Moment ist es vergleichsweise einfach aus deutscher Sicht, gar nichts zu tun, der Vormarsch läuft, es scheint Erfolge zu geben. Nur was ist denn, wenn wir wenige Wochen oder Monate weiter sind? Der Vormarsch kommt ins Stocken, die Erfolge bleiben aus. Und dann ist die große Frage, an wen wird sich Frankreich wenden? Herr Keim, Sie haben gerade gesagt, man überlässt es jetzt vielleicht ein wenig Europa. Vorher waren es die USA, jetzt Europa. Aber kann Europa das denn? Das ist ja die Frage. Ist da sozusagen das System überhaupt da, das geholfen wird gegenseitig, das zusammengehalten wird? Kann Europa das? Die technische Antwort ist zweifelsohne. Europa hat mehr Soldaten unter Waffen als die USA. Wir haben seit dem Jahr 1999 die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Wir haben die entsprechenden Institutionen. Die Planungsinstrumente, die militärischen Ressourcen sind da. Wir haben seit dem Jahr 2007 die sogenannten Battlegroups, Kampfgruppen der Europäischen Union, die exakt für solche Zwecke entworfen worden sind. Für schnelle Krisenreaktion, innerhalb von 30 Tagen verlegbar, keine Riesenverbände, aber die sozusagen eine Krise einhegen sollen, sodass eine nachfolgende größere Militäroperation Zeit hat, sich zu formieren. Das ist alles da. Aber das Interessante ist, dass diese Battlegroups seit 2007 existieren, aber noch kein einziges Mal eingesetzt worden sind, was den Punkt illustriert, dass es am Ende des Tages am politischen Willen gefehlt hat, dem berühmten. Und die Gründe dafür liegen natürlich bevorzugt in der Innenpolitik. Es ist kontrovers für eine deutsche Bundesregierung, insbesondere in einem Wahljahr, aber auch für eine französische Regierung, für eine britische Regierung, sich in einem Konflikt zu engagieren, wo es den Bürgern und Bürgerinnen nicht so einfach zu vermitteln ist. Warum man da denn jetzt in deutsche Soldaten Land, oder französische Soldaten? Da hängen politische Kosten dran, finanzielle Kosten und im schlimmsten Fall ja auch physische Kosten. Zu Amerika auch nochmal zurück. Vielleicht würde ich jetzt in der Zurückhaltung der Amerikaner nicht unbedingt eine kritische Haltung gegenüber Paris sehen oder gegenüber der aktuellen französischen Politik, sondern vielmehr die Amerikaner haben sich eigentlich noch nie im Maghreb-Raum engagiert. Für die USA ist der muslimische Raum, das beginnt mit Ägypten und geht dann Richtung Osten. Selbst Libyen war da eher eine Ausnahme. Die USA haben den Raum von Marokko bis Libyen eigentlich traditionell den Europäern überlassen. Ich erinnere nur an den Bürgerkrieg in Algerien, wo die Amerikaner auch nicht interveniert sind und auch nichts gemacht haben, auch keine Position, keine große, klare politische Position ergriffen haben. Das ändert sich und zum Zweiten kommt hinzu, dass die Amerikaner auch mehr und mehr natürlich jetzt nach Asien schauen, insbesondere was den politischen Konflikt zwischen Japan und China betrifft, der sich möglicherweise auch zuspitzen wird und wo die Amerikaner gefordert sein werden, sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen, was ja keiner will, zwischen Tokio und Peking. In anderen Worten, die Amerikaner sind nicht bereit, jetzt auch noch im Westen von Afrika eine dritte Front zu eröffnen. Und daher bleibt das bei den Europäern. Ich unterstreiche, was Herr Keim gesagt hat, die Europäer haben, was sie brauchen, um in Westafrika zu intervenieren. Man muss dort nicht intervenieren auf einer großen Dimension, weder in Afghanistan. Das ist sicherlich nicht notwendig, weil die Bevölkerung noch
Jedenfalls, man weiß auch nicht, wie lange das dauern wird, aber noch. Auf jeden Fall der Politik, jetzt so wie sie geführt wird, von Frankreich in dem Land, sehr positiv gegenübersteht. Ja. Man ist also nicht in einem feindlichen Umfeld, in einem schwierigen Umfeld. Es gibt auch kein Nachbarland, wie etwa vergleichbar mit Pakistan, von dem aus Truppen wieder in das Land kommen können, dass dann die westlichen Truppen dort bekämpfen würden. Mit anderen Worten, die Situation ist eigentlich eine etwas einfachere, was nicht heißt, dass sie einfach ist. Aber versagt die europäische Politik in diesen Momenten, weil man eben nicht geschlossen dort steht und sagt, wir können das tun, da wird jetzt Frankreich vorgeschickt, mehr oder weniger. Frankreich hat sich selber vorgeschickt, weil die Europäer, das war noch nicht in Lage waren, die Option zu starten. Es ging also in einem ersten Punkt darum, zu sagen, wir wollen nicht in Afrika intervenieren, sondern es ist besser, wenn die afrikanischen Truppen das selber tun. Das ist aber auch eine traditionelle europäische Politik. Das hat man auch im Sudan gemacht. Auch dort hat man eine afrikanische Truppe unterstützt und man ist nicht selber interveniert. Das ist auch durchaus richtig so, weil man nicht mit einem Neokolonialismus anknüpfen und so weiter. Allerdings ist die Situation so, dass diese Truppe von der sogenannten ECOWAS, also das ist diese westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, dass die nun nicht so besonders effizient ist, um in einem Konflikt wie in Mali schnell zu positiven Erfolgen zu kommen. Das hat man auch gesehen. Deswegen hat sich diese Operation auch verzögert, immer weiter hinaus. Denn seit dem letzten Oktober spricht man über die Notwendigkeit, dass die ECOWAS dort interveniert. Mit anderen Worten, man steht vor einem Problem, was zu machen ist. Und dann bleibt es letztlich theoretisch doch an den Europäern hängen eigentlich. Man hätte aber natürlich längst vor dem Putsch in Mali etwas tun müssen. Denn jetzt hat man das Problem, man beschließt eine Ausbildungsmission für eine Putschistenarmee, die keine politische Legitimierung hat. Das halte ich für sehr fragwürdig. Mhm. Ja, wenn man das deutlich ein Jahr vor dem Putsch gemacht hätte, man sah das Problem heraufziehen. Der gestürzte Präsident hat noch im Januar 2012 in Frankreich um Hilfe gerufen. Sarkozy hat ihm gesagt, machen wir gerne, aber im Gegenzug bekommen wir eine permanente französische Militärbasis in Sèvres. Das hat ihm der Präsident Touré verweigert. Und dann hat man schlicht und ergreifend die malische Armee verhungern lassen. Die Amerikaner hatten noch für Februar 2012 ein gemeinsames Militärmanöver im Raum Gao mit der malischen Armee geplant. Das haben sie kurzfristig abgesagt, als die Tuareg zurückkamen, ihre Kämpfe begannen und die Amerikaner wohl keine Lust hatten, dass dieses Manöver in einen echten Kampfeinsatz ausartet. Die Amerikaner sind seit Jahren mit Militärberatern in Gao und Timbuktu präsent gewesen, haben aber auf eine andere Strategie gesetzt als die Franzosen. Die Amerikaner haben vor allen Dingen auf die Aufrüstung von ethnischen Milizen, Anti-Tuareg-Milizen, vor allen Dingen im Sonrai-Gebiet. Gandakoi ist eine alte Sonrai-Miliz, Anti-Tuareg-Miliz. Mhm. Das war der amerikanische Ansatz, während die Franzosen immer mit der Idee gespielt haben, den Tuareg vielleicht doch irgendwann ihren Azawad zu geben. Den eigenen Staat, den sie fordern. Den eigenen Staat, um dann exklusiv Zugangrechte nur mit einer Handvoll von Tuareg zu den Rohstoffen verhandeln zu können. Also die politische Haltung von USA und Frankreich lag diametral auseinander. Und ich glaube, das erklärt auch, warum die Amerikaner sich jetzt erstmal zurückhalten und sagen, mal sehen, wie weit die Franzosen kommen. Sollte Deutschland sich jetzt beteiligen, ja oder nein? Man hat zwei Flieger dort runtergeschickt, aber sollte man jetzt auch Soldaten schicken? Sie sagten eben so schön, versagt europäische Politik. Da habe ich mich gefragt, besteht Politik eigentlich nur noch in militärischen Aktionen? Politik ist eigentlich das genaue Gegenteil. Und auch wenn man sich also den großen Theoretiker Clausewitz nochmal zergehen lässt, der sagte, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann muss ich erst eine Politik haben. Und die sehe ich nicht. Und ich denke, dass die Europäische Union enorm viele Möglichkeiten hätte, auf friedliche Art und Weise beizutragen. Das Flüchtlingsproblem zu lösen, dafür zu sorgen, dass dieser Staat Mali überhaupt existieren kann. Das hat bisher keinen interessiert. Und Sie sagten es ja eben, dann verhandelt man eben mit einer Putschistenregierung oder sonst was. Welche Legitimität hat diese Regierung? Das ist ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen. Und da könnte die EU tatsächlich in Abstimmung einiges erreichen und einiges tun und sich von dem, was die USA bisher betrieben haben,
ja, distanzieren. Nur glaube ich, dass Frankreich jetzt so weit vorgeprescht ist, dass dieser Zug abgefahren ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie jetzt den Deutschen nicht empfehlen, auch militärisch auf einzugreifen? Auf gar keinen Fall. Eigentlich eher einen Schritt zurück. Ich finde, man sollte da noch ein bisschen differenzieren. Denn die sogenannten Militärmissionen, die die Europäer jetzt gemacht haben, im Zusammenhang mit dieser europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wir seit etwa 12, 13 Jahren jetzt haben, das waren nie Kampfmissionen. Mhm. Nie. Die Europäische Union macht nur friedenserhaltende Missionen nach dem Vorbild der Blauhelmtruppen. Die EU kämpft nicht. Atalanta? Ist keine Kampfmission. Ist bitteschön keine Kampfmission. Aber letztendlich kommen doch Kämpfe zustande. Auf dem Land hat man noch nie Kampfmissionen gemacht im Rahmen der Europäischen Union, sondern die meisten, wenn man sie sich einzeln anschaut, aber das geht jetzt sehr ins Detail. Die meisten Operationen, die im Zusammenhang mit dieser europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammenhängen und die da durchgeführt worden sind, waren Missionen, wo es um Nation-Building in irgendeiner Form ging. Justizbereich am Ende Opfer, deutsche Soldaten, die gestorben sind, möglicherweise französische, gleich am ersten Tag gab es dort ein Opfer. Es ist ja doch eine Art Kampf, die dort betrieben wird. Also wenn man Soldaten irgendwo hinschickt, kann man natürlich nicht ausschließen, dass auch mal ein Unfall passiert. Ich will jetzt also wirklich nicht zynisch sein, aber auch Feuerwehrmänner kommen um bei Bränden, ja, und Polizisten kommen um im zivilen Bereich. Also das hängt schon irgendwo mit dem Metier zusammen. Aber keiner, auch in Frankreich, keiner verlangt von den Deutschen, dass jetzt die Bundeswehr in konkrete Kampfmissionen geschickt wird. Ist es tatsächlich so? Also ich erinnere nochmal an den Rechtsrahmen, an dem wir uns bewegen. Also die Vereinten Nationen haben ja mit der Resolution 2085 vom 20. Dezember diese beiden sozusagen militärischen Facetten aufgespannt. Die Ausbildungsmission, wo die EU bereits bekundet hat, sie würde sich daran beteiligen, und die militärische Mission der Rückeroberung des Nordostens. Und der Begriff der Rückeroberung, wie es im Mandatstext heißt, klingt so zurückgenommen, aber da muss man, glaube ich, realistisch sein. Das ist ein Kampfeinsatz. Man kann das verbrämen, man kann das anders beschreiben, aber intendiert. Aber nicht von der EU durchgeführt werden. Wer das durchführt, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber von seinem Charakter her. Ist das nicht die EU? Charakter her. Ich glaube, zwei Bedenken würde ich in Stellung bringen. Zum einen, was hier passiert ist, jetzt mit der französischen Militärintervention, dass die Handlungslogik, wie die Vereinten Nationen sie sich ausgedacht haben, eigentlich umgedreht worden ist. Die Idee war zu sagen, erst gibt es diese Ausbildungsmission, dann werden also malische Streitkräfte aufgebaut und in Kooperation mit diesen ECOWAS-Kontingenten, über die wir bereits gesprochen haben, würden in wenigen Monaten, angedacht war immer Herbst diesen Jahres, sozusagen die Rückeroberung des Nordostens beginnen. So war die Logik, auch die Konditionalität zwischen beiden Dingen. Was die Franzosen jetzt ungewollt gemacht haben, ist das umzudrehen. Und dadurch wird ein solcher Militäreinsatz viel, viel schwieriger, weil er beruhte, die Idee war sozusagen, es gibt Akteure vor Ort, die zu unterstützen sind. Also die ganze Idee war Subsidiarität. Wir unterstützen andere dabei. Und jetzt stellen wir fest, das wird nicht funktionieren, weil die malische Armee ist entweder nicht existent, dysfunktional, also die kann das nicht machen. Und die ECOWAS-Kontingente sind noch nicht oder gar nicht vor Ort. Oder zumindest ist fraglich, ob sie vor Ort kommen werden. Oder ob sie miteinander überhaupt arbeiten richtig, können. Genau. Also mit dem Ergebnis, das, worüber wir jetzt in Mali sprechen, wird, wer auch immer, die Europäische Union oder Frankreich zusammen mit einer Koalition der Willingen, mehr oder minder alleine machen müssen. Und dann, auch wenn ich Hans Stark zustimme, das ist nicht Afghanistan, tauchen aber Afghanistan-Fragen auf. Nämlich wenn es nicht. Vor allem bei der Bevölkerung. Also wenn sich jemand das sozusagen neutral erstmal anschaut, dann ist diese Angst, dass es ein zweites Afghanistan werden könnte. Ja, und vor allem, wenn es nicht gelingt, Sicherheitskräfte aufzubauen, wenn es nicht gelingt, die ECOWAS-Kontingente an Bord zu bekommen, dann droht ja ein Szenario, dass man in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren da immer noch steht. Und die Frage ist, ja, wer sichert denn jetzt die Grenze? Wer sichert denn das Gebiet, was einmal erobert worden ist? Und das droht dann zu einer Never-Ending-Story zu werden. Und das ist ja etwas, was die Europäer, die Amerikaner gleichermaßen nach Afghanistan nie wieder übernehmen wollten. Und was sie auch noch nie gemacht haben. Richtig, richtig. Ich würde die Analyse trotzdem noch mal von der anderen Seite angehen. Also A, ist es nicht ein rein malisches Problem. Es wird momentan in Mali gehandelt, auch militärisch. Aber das Problem von Salafisten, die ihren Dschihad betreiben, geht schon seit Jahren quer durch Afrika, vom Atlantik bis zum Indischen Ozean, bis zu den Shabab-Milizen in Somalia. Und das humanitäre Leid und die humanitären Kosten, die sich über die letzten 10, 15 Jahre akkumuliert haben, die darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren.
Man kann ja nicht immer nur klagen über Menschenrechtsverletzungen, sich auf uns, sag mal, die Humanitären verlassen, dass wir schon helfen werden. Man muss ja irgendwann auch mal Schlüsse daraus ziehen und Menschen schützen. Schafft das die europäische Politik Ihrer Meinung nach nicht? Sie muss drüber nachdenken. Mhm. Wie man, ob das der Militäreinsatz, ich habe es ja gesagt, das war jetzt irgendwo aus der Not geboren. Mhm. Das wird keine Lösung bringen. Das ist eine Zwischenetappe. Aber wenn Europa nicht ein klares Konzept entwickelt, wie man politisch, ökonomisch den Boden vom Indischen Ozean bis zum Atlantischen Ozean austrocknen kann für diese salafistischen Gruppen, dann wird man da nicht weiterkommen. Also man muss auch die, eben die Verantwortung zum Schutz und zur Solidarität mit der Bevölkerung, zum Beispiel jetzt in Mali. Insofern sage ich, man kann es nicht mit Afghanistan vergleichen. Die malische Bevölkerung ist Opfer dieser Geschichte. Die Salafisten können dort weder geografisch sich verstecken, schwimmen, sagen wir, wie in den Bergen von Afghanistan, noch können sich hinter der Bevölkerung verstecken. Ja. Also insofern würde ich dieser verständlichen Paranoia-Vision bloß kein zweites Afghanistan widersprechen. Das wird Mali auf gar keinen Fall. Sie haben gerade von einem Konzept gesprochen, auch Sie haben eben angesprochen, es gibt verschiedene Lösungen, aber wie können die wirklich konkret aussehen? Also jetzt ist man in das Land einmarschiert, jetzt ist die Frage, beteiligen sich andere europäische Länder? Großbritannien hat gesagt, gut, wenn wir um Hilfe gebeten werden, würden wir möglicherweise auch Soldaten schicken. Aber was wäre jetzt eine Alternative momentan? Also ich glaube, man muss kurz- und langfristige Maßnahmen voneinander abschichten. Ich meine, die Elemente des Konfliktes liegen auf dem Tisch. Es handelt sich um existierende Konflikte, das haben Sie nochmal unterstrichen, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, sondern es geht da um ethnisch-territoriale Konflikte, um Fragen von politischer Teilhabe, vielleicht vom Zugang zu sozialen Leistungen, vielleicht sogar, das können Sie besser beurteilen, um Land, um Wasser. Das sind alles Konflikte, die sind ja prinzipiell regelbar. Das ist sozusagen, das ist ja technisch möglich. Sowas vollzieht sich dann aber eher in einer mittel- und langfristigen Perspektive. Auch das, was im Mandat des Sicherheitsrates auch als politische Roadmap beschrieben ist, also eine Art Übergangsfahrplan zur Rekonstitutionalisierung des politischen Systems. Aber diese Konflikte sind jetzt sozusagen instrumentalisiert worden durch islamistische Rebellen von außen. Und die notwendige Voraussetzung ist schwache Staatlichkeit. Also sozusagen, es gibt keine Regierung oder schlechte Regierung. Das heißt, die Stellschrauben sind schon klar. Das sind sozusagen diese existierenden Konflikte anzugehen, gute Regierungsführung zu stärken. Aber das sind alles Projekte, über die wir hier reden, die dauern dann vermutlich Jahrzehnte, Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und dann kann die Antwort nicht sein, angesichts der konkreten Situation, ja auch humanitären Situation, die Sie beschrieben haben, zu sagen, ja, unsere Stellschrauben Deutschland, europäischer Politik sind die, die in 10, 20 Jahren wirken werden, weil die Notwendigkeit zu handeln ist nun mal jetzt. Auch die Frage der Entwicklungshilfe, wann, als Minister Niebel gesagt hat, also das beste Schwert, das hat er, glaube ich, gesagt, am besten schneidet, ist Entwicklungshilfe. Kein westliches Land und auch Deutschland nicht hat jemals die 0,7% seines Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe aufgebracht, die die Vereinten Nationen eingefordert haben. Wir waren weit unter, meistens bei 0,3%, stets weit unter 0,5%. Als die Bundesregierung unter Schröder mal einen Sitz haben wollte in den Vereinten Nationen, haben sie das ein bisschen aufgestockt, es ist wieder runtergefallen. Also das ist heuchlerisch. Also wäre die Lösung jetzt im Moment möglicherweise zu sagen, wir unterstützen die richtigen Leute? Wir leisten Entwicklungshilfe, aber wer sind die richtigen Leute? So wie wir eben gerade besprochen haben, gibt es die immer. Sicherlich müsste man den südlichen Teil einigermaßen stabilisieren, also die schwarzafrikanische, malische Bevölkerung, dann für die Tuareg einen Autonomiestatus finden, mit dem sie sich dann, der ihnen dann ihren Wünschen entsprechen würde in einem zweiten Schritt. In einem dritten Schritt müsste man schauen, dass man die Grenzen einigermaßen stabilisieren kann, denn das, wie gesagt, das ganze Gebiet ist instabil geworden, um dann vielleicht in einem vierten Schritt zu mindestens die islamistischen Gruppen, dass man die in irgendeiner Form kontrollieren könnte, dass man wüsste, wo sie sich befinden, auf jeden Fall verhindern müsste, dass sie sich Rückzugsgebiete schaffen und dadurch rechtsfreie Räume schaffen auch. Ich glaube, das wäre schon nicht schlecht, wenn man sich erstmal das als Ziel setzt. Es geht jetzt also gar nicht um eine Exit-Strategy in diesem Fall, sondern den schlimmsten Fall nur zu verhindern, nämlich, dass ein Mali ein zweites Somalia wird. Denn die Gefahr besteht nicht, das Modell für mich ist nicht Afghanistan, das Modell ist Somalia.
Aber glauben Sie, dass momentan diese Schritte auch nebenbei gemacht werden? Oder hat man da wirklich jetzt erstmal gesagt, gut, wir greifen militärisch ein? Nein, das ist jetzt erstmal eine Feuerwehraktion, die jetzt Frankreich gestartet hat. Und Skeptiker sagen in Frankreich, oh Gott, wir werden da vielleicht 30 Jahre bleiben. Die Tendenz war eigentlich, dass Frankreich sich militärisch aus dem westlichen Afrika ein bisschen desengagieren wollte, Richtung Osten. Es geht also eher Richtung Djibouti, es geht eher in Richtung, in Tschad ist man schon bereits natürlich, und dann Vereinigte Arabische Emirate, wo man jetzt ebenfalls eine militärische Präsenz hat. Also die alte, klassische französische Afrika-Politik, so wie man sie unter de Gaulle gekannt hat und unter seinen, und auch von mir ist auch unter Chirac noch, das heißt also ein Frankreich, das sich wirklich also überall engagiert, das gibt es so gar nicht mehr. Also auch in als man vor ein, zwei Jahren in der Elfenbeinküste interveniert ist, dann hat man hat das nur mit nach langem Nachdenken gemacht und eigentlich gegen den eigenen Willen. Frankreich ist nicht mehr willens, weil es nicht die Möglichkeit dazu hat, alleine ein Gendarm zu sein im westlichen Afrika. Erwartet uns ein jahrzehntelanger Kampf um Mali und Europa, ein Europa, das immer mehr reingezogen wird? Also ich fürchte, es sieht ein bisschen so aus, wenn es denn gelingen könnte. Und da hat Herr Stark recht. Ich möchte ihm an vielen Dingen widersprechen. Das reicht jetzt leider aber nicht mehr. Frankreich kann das nicht alleine. Und Frankreich wird versuchen, das EU-weit auszuweiten. Das ist kein Konflikt in Mali, das ist ein Konflikt im ganzen Sahel, der den gesamten Raum erfasst. Deswegen kann man auch die sogenannten Terroristen nicht im Norden Malis bekämpfen. Die weichen nach überall aus. Ihr Autonomieplan in Ehren. Das heißt aber, die Infragestellung derzeitig existierender Staatlichkeit in Algerien, in Libyen, in Mali, in Niger, in Burkina Faso, das ist so einfach nicht zu stemmen. Ja? Und wenn wir uns in diesen Widerspruch hineinbegeben und, ich sag mal, stellvertretend Terrorismus bekämpfen, dann kommen wir an das Problem nicht ran. Warum denn? Schaut mal nicht, wo der Terrorismus wirklich ist. Niemand spricht über Saudi-Arabien, wo jährlich etwa 300 Leuten der Kopf abgehackt wird, wo philippinische Hausmädchen, wenn sie beim katholischen Beten erwischt werden, ausgepeitscht werden und. Sie sind es, die Prediger ausbilden. Sie sind es, die Waffen liefern, zusammen mit den Kataris, die Mujahideen unterstützen. Wenn ich wirklich einen solchen Konflikt vernünftig bekämpfen will, dann muss ich auch an die Ursachen. Aber dann kommt die Realpolitik und dann sagt Herr Westerwelle, Saudi-Arabien ist ein Anker der Stabilität, Klammer auf, unsere Ölzufuhr, Klammer zu. Und ich denke, da ist der Widerspruch, den wir sehen müssen. Nicht, dass wir jetzt auf Saudi-Arabien Bomben schmeißen müssen, aber wir müssen ein politisches Konzept finden, wo wir diese Unterstützung verhindern. Es ist kein Zufall, dass in Enamenas in Algerien 11 Tuneser unter den Terroristen waren, die ums Leben gekommen sind. Die Saudis haben in Tunesien inzwischen Ausbildungscamps aufgebaut. Und der ganze Sahel strahlt aus, auch auf Nordafrika, auf den Maghreb. Und wir kriegen da ein Riesenkonfliktgebilde gegen das Afghanistan, Entschuldigung, ein Nasenwasser ist. Und ich erinnere mich, die ersten US-Truppen sind teilweise in Afghanistan freudig begrüßt worden. Ob das in Mali so bleiben wird, wenn die Franzosen ein paar Jahre da bleiben, wage ich zu bezweifeln. Befürchten Sie eine humanitäre Katastrophe? Die humanitäre Katastrophe, ich benutze ungern das Wort Katastrophe, aber die humanitäre Lage in Mali ist seit Anfang 2012 sehr angespannt, in bestimmten Bereichen verheerend. Ich habe nicht den Eindruck, dass die französische Militärintervention jetzt irgendwelche neuen großen Dramen auslösen wird. Nichtsdestotrotz haben wir diese große Altlast von 200.000 Flüchtlingen, 230.000 intern Vertriebenen, die betreut werden müssen, die auch mal das Gefühl bekommen müssen, dass es wieder zurückgeht zu einer bestimmten Normalität. Ja, wir können nicht verharren, dass wir sagen, für die nächsten 5 Jahre leisten wir jetzt nur humanitäre Hilfe. Das Problem muss gelöst werden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns auf 30 Jahre Krieg in Mali einstellen müssen. Die meisten Kombattanten fliehen bereits. Wer bleiben muss, sind die Tuareg, die dort zu Hause sind, die sich aber bereits entwaffnen lassen, nach Mauretanien gehen. Die internationalen Salafisten ziehen einfach ins nächste Land weiter. Recht herzlichen Dank für die spannende Diskussion hier. Auch viel dazugelernt. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.